Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Avenave ist hier immer noch in der Kanalisation unter Schimmerheim unterwegs und ist gerade dabei, folgende Geschichte zu erledigen. Eine Geschichte zweier Mütter. Eine verzweifelte Mutter namens Lalarie kann ihren Sohn Aratil nicht finden. Der Junge hat sich den Behörden gestellt mit der Aussage, er wäre Teil eines Komplotts, eines Sabiarchen umzubringen. Kurz danach verschwand er jedoch aus seiner Zelle. Ich habe Lanari versprochen, ihren Sohn zu finden. Die Mutter der Ratte, bei der wir gerade in der Kanalisation unten sind, hat mir von einer rivalisierenden Gruppe erzählt, die eine gewalttätigere Lösung anstrebt, um die Unterschicht Sommersens aus ihrem Elend zu erlösen. Einer ihrer Spione, Zan Hi, geht der Sache nach. Ich sollte ihn aufspüren und nachhorchen, ob er irgendetwas über Aratel weiß. Und bevor ich das nächste Mal eine Aufnahme mache, sollte ich dafür sorgen, dass ich nicht außer Atem bin. Dann gelingt das Vorlesen auch etwas weniger mühsam. Memo an mich. Ja. Aber gut, das nur am Rande. So. Ja, also die Mutter der Ratten hat uns erzählt, also die gehört zu den sogenannten Apex. Das ist eine, ja, nur organisierte Gruppe von Ausgestoßenen. Was ist denn hier los? Mordsparty? Ja. Gerste und Sellerietrauben, da kann man schon was mit Eines Tages anfangen. werden wir es diesem Sapir. Waren seine letzten Worte. Eines Tages werden wir diesen Sapia. Ja gut, wenn die aufräumen, muss ich's nicht tun. Dort droben wirkt das wie eine so schöne Stadt. Nur eben nicht hier unten. Schwarzkiel-Briganten. Und tschüss. Müssen die Kamera zurückfahren, das ist angenehmer. Gut. Gucken wir mal kurz mit Hand anlegen. So. Ich bin froh, dass wir endlich gut aufgestellt sind. Jetzt bekommen wir vielleicht mal was erledigt. Mal kurz mit dem Schwertgriff geschubst. Warte mal, der wird Wirst du diese denn begleiten? Dieser will ja, Liebste. Aber er hat noch viel zu tun. Wer ist das nun? Einer deiner Freunde aus Muttersbau? Bitte, Zanin, mach schnell. Zanhi wünscht sich nicht, mit euch zu kämpfen, Wanderin. Doch er wird es tun, wenn er muss. Ihr werdet euer Anliegen zum Ausdruck bringen, ja? Ich bin eine Freundin der Mutter der Ratten. Ich versuche, einen Hochelfen namens Aratel zu finden. Wenn ihr eine Freundin dieser Schwarzkielschläger wärt, würdet ihr das schon wissen. Dieser wird euch erzählen, was er herausgefunden hat. Aber ihr müsst rasch handeln. Mirulon hat Aratel aus seiner Zelle geholt und hierher gebracht. Er will den Geist des Jungen verdrehen, glaubt dieser. Also dieser Mirulon ist offensichtlich nicht ganz sauber. Ist wahrscheinlich ein Doppelagent oder sowas. Wo kann ich Mirulon finden? Er beansprucht die Höhlen vor uns für sich. Aber der Weg dorthin wird von weiteren Kriegern der Schwarzkiele bewacht. Und von Schlimmerem. Dieser Elf ist mehr als er scheint, Wanderin. Er ist ein Zauberweber, der Umgang mit Daedra pflegt. Falls ihr Aratel retten wollt, werdet ihr euch um Mirulon kümmern müssen. Verstehe. Was meint ihr, als ihr sagtet, Mirulon würde darauf abzielen, den Geist des Jungen zu verdrehen? Nun ja, Gehirnwäsche offensichtlich.
Myrolon gebietet über Magie, wie Zanhi sie noch nie gesehen hat. Zauber, die guten Elfen das Hirn verquirlen und sie nach dem Takt des Wirkers tanzen lassen. Aratel weigerte sich, den Sabjarchen zu töten. Aber mit genügend Zeit, so glaubt dieser, wird Myrolon ihn dazu bringen. Worüber habt ihr mit eurer Freundin vor meiner Ankunft gesprochen? Hedani hat den Schwarzkielen ihre Lügen abgekauft. Die Mutter der Ratten schickte diesen los, um Myrolon auszuspionieren. Aber in Wahrheit kam dieser hierher, um seine Geliebte zu retten. Sie ist, war verwirrt, aber Zanhi wird sie in Sicherheit bringen. In Sicherheit bringen? Was glaubt ihr denn, was geschehen wird? Wenn Myrolon den jungen Aratel verdreht und ihn den Sabjarchen töten lässt, werden Hunderte der Elfenwachen diesen Ort stürmen. Soldaten der göttlichen Strafbehörde zeigen Khajiit keine Gnade. Hier zu bleiben wäre ein Todesurteil. Versteht ihr? Ja, das ist das übliche hochelfische Misstrauen gegenüber Außenstehenden, ne? Gut, was sagt uns die Quest? Zanhi hat mir erzählt, dass ein Zauberer namens Myrolon Aratel tief in den Höhlen und in die Höhlen unter Schemahain entführt hat. Ich muss diese Höhlen absuchen, um ihn zu finden. Diese Tränke stinken echt. Also weiter durch. Ich frage mich, was da drin ist. Ist vielleicht besser, wenn du nicht weißt, was in diesen Getränken drin ist. Ich bin froh, dass wir endlich gut aufgestellt sind. Ah, auf die Brücke, jetzt bekommen okay. Wir vielleicht mal was erledigt. Ich bin mir bei diesem Myrolon noch nicht so sicher. Vielleicht sollten wir mal den Gesprächen lauschen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Ich muss jetzt hier nicht alle abmetzeln, das ist nicht meine Aufgabe. Schon jemand den Weg freigemacht für mich. Oder wir werden ihn dazu zwingen. Den Brief nicht vergessen, wenn ich schon hier bin. Da liegt ein Brief, den hätte ich dann. Wahrscheinlich ist der E-Quest relevant, wenn der hier unten rumliegt jetzt. Was haben wir denn hier? Ein Käfig voller Helden. Hasta la vista, Baby. So, und nun, war's das hier schon? Ja gut, der Mitspieler hier, der Magier, der hat schon aufgeräumt ein bisschen. Das spart mir natürlich Aufnahmezeit, da bin ich durchaus... dafür. Das wisst ihr. Die Zeit der Proteste ist um, Kind. Du wirst uns dienen, ob du willst oder nicht. Ich hoffe, dass das Gespräch war im Video zu hören eben. Du wirst uns dienen. Also irgendjemand droht da jemanden. Wahrscheinlich haben wir ihn gefunden. Myrolon, da ist er ja, der Zipfelklatscher. Komm her. Gut, den Brief nicht vergessen, die Quest hat Zeit. Ah, den müssen wir also sowieso aufnehmen, so wie es ausschaut. Myrolons Brief. Hochwohlgeborener Graf, in Schimmerheim läuft alles bestens. Teilweise musste ein wenig improvisiert werden, aber es läuft alles weiterhin nach Plan. Der Jugendliche, den ich in meinem letzten Bericht erwähnt hatte, hat wie erwartet die ihm gestellte Aufgabe nicht erfüllt. Ich hatte betont, dass der Sabjarch durch seine Hand sterben muss. Er hat sich geweigert. Angesichts dieses Widerstands habe ich mich entschlossen, ihn mittels Gedankenformung dazu zu zwingen. Es sollte nicht lange dauern, bis ich ihn unter Kontrolle habe.
Bedauerlich, dass es eine kleine Explosion in der Stadtmitte bedurfte, um ihn zurückzuholen. Dies hat zweifelsohne die Aufmerksamkeit der göttlichen Strafbehörde auf sich gezogen, aber ich versichere euch, sie werden uns nicht mehr in die Quere kommen können. Sehr bald wird das Sabiyash tot sein und diese Stadt im Chaos versinken. Ich melde mich erneut bei euch, wenn die Aufgabe erfüllt ist, im Namen des Reichs des Vergessens, Mirulon. Das klingt für mich nach dem freimaurerisch-satanischen Prinzip, Ordnung aus dem Chaos schaffen zu wollen. Ja, und wenn wir hier mit diesem Geistweber oder was das ist zu tun haben, dann liegt die Vermutung nahe, dass hier was Ähnliches vorgeht, ja. Ich habe überzeugende Beweise gefunden, die genaueres über Aratels Rolle bei dem Komplott zur Ermordung des Sabiyashin verraten. Leider ist Aratel während des Kampfes mit Mirulon davongerannt. Ich muss ihn aufspüren. Ja, also Aratel ist wohl durch Gedankenkontrolle zu dieser Tat verleitet worden. Das heißt, er ist nicht schuld. Aber er hat ein Geständnis abgeliefert, weil er sich schuldig fühlt. Immerhin ist es durch seine Hand geschehen, ne? So stellt sich das für mich im Augenblick dar. Sprecht mit Aratel. Dieser Ort hat auch schon bessere Tage erlebt. Da drüben ist jemand. Es wird wohl Aratel sein. Strandgut. Ah, tut mir nicht weh. Wartet. Ihr gehört nicht zu denen, oder? Tut mir leid. Ich ließ sofort los, nachdem ich die Öffnung sah. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es da runtergeht. Im Ernst, ich habe Glück, noch am Leben zu sein. Für den Moment zumindest. Meine Mutter wird mich umbringen. Eure Mutter war es, die mich geschickt hat. Ich muss euch zurück zu Mutters Bau bringen. Dann wollen mir schon zwei Mütter ans Leder. In Ordnung, ich folge euch. Mit etwas Abstand. Ich hatte schon genug Aufregung für den Rest meines Lebens. Also das ist ganz bestimmt kein kaltblütiger Mörder. Bleibt in der Nähe. Euch wird nichts zustoßen. Der ist doch viel zu ängstlich für sowas. So. Ja, wird wohl da lang gehen, nehme ich mal an. Sieht ganz danach aus. Was haben wir denn hier alles? Ein Grüppchen Salamander. Schauen wir mal, ob das funktioniert oder ob ich einen anderen Weg nehmen muss. Wir müssen uns nicht mit den Salamandern anlegen. Also würde ich jetzt normalerweise nicht tun. Ich würde ihn dadurch ja nur ohne Not in Gefahr bringen. Muss ja nicht sein. All diese Mühen werden sich wenn's nicht sein Tages muss. Lohnen, hoffe ich. Aber ich fürchte, so ganz ohne Kampf wird es nicht gehen. Sehen wir zu, dass der Junge nicht in Gefahr gerät. Wo ist er denn? Da hinten. Ja, das ist klug, sich zu verstecken. Aber funktionieren tut's. Wir müssen also nicht den Umweg nehmen. Mutter! Ach, die ist auch da. Beruhigt euch, Wachmann. Dieser Junge steht unter unserem Schutz. Ruhig, ihr alle. Sprecht mit unserem Freund Talerion, falls ihr Wert auf die Wahrheit legt. Ach, ihr seid das.
Als ihr nicht zurückgekehrt seid, nahm ich an, ihr hättet eure Suche aufgegeben. Was macht ihr hier? Aratel ist unschuldig. Ein böser Zauberer hat versucht, ihn zu benutzen, um den Sapiarchen zu töten, aber der Junge weigerte sich. Ach, die oft bemühte, ein Zaubermeister hat mich dazu gezwungen, Verteidigung. Diese Ausrede habe ich schon öfter gehört, schon viel zu oft. Habt ihr denn Beweise, oder ist das einfach nur eine ausgefallene Vermutung? Ich habe Beweise, ich habe dies im Besitz dessen gefunden, der ihn gefangen hielt. Es scheint, dass dieser Mirolon eine Rolle in einer sehr viel größeren Verschwörung spielte. Besorgniserregend. Ich bringe das zu meinen Vorgesetzten. Was den Jungen anbelangt, er kann gehen. Fürs Erste. Ein Hinweis aber. Meidet diese Straßenkinder und Apraxischen. Sie machen nur Ärger. Also, ich habe eigentlich keinen Ärger mit den Apraxischen gehabt, ganz ehrlich. Die waren ganz in Ordnung. Dann habt ihr also euer verirrtes Schaf gefunden. Gut gemacht. Wie ihr sehen könnt, habe ich nach Aratels Mutter schicken lassen. Sie will natürlich nicht mit mir sprechen, aber sie wirkt dennoch dankbar genug. Vielleicht wird dies ja eine lehrreiche Erfahrung für sie beide. Man darf noch hoffen, schätze ich. Was wird mit Aratel geschehen? Schwer zu sagen. Die Tatsache, dass er sich mit Apraxischen verbrüdert hat, wird ihn nicht gut dastehen lassen. Aber immerhin habt ihr bewiesen, dass er kein Mörder ist. Das ist doch schon mal was, oder? Ihr habt viel mehr getan, als einfach nur einen Hochelfen gerettet, der vom rechten Weg abkam, Kerum. Nehmt dies und meinen Dank. Ja, Avenava hat bewiesen, dass es Rufmordkampagnen gegen die Apraxischen gibt, ne? Und dass die unbegründet war in diesem Fall. Aufgepasst, Kanalisationsbewohner. Ich weiß, wo ihr seid. Haltet Ordnung unter euch, oder unser nächstes Treffen wird nicht so nett. Vielen Dank, dass ihr Aratel gefunden habt. Seid gesegnet. Ich glaube, ich will vielleicht auch Abenteurer werden. Oh nein. Du hattest für ein Leben schon genug Abenteuer. Das sehe ich auch so. Hör auf, deine Mutter, Aratel. Bitte, bitte, ich will dich nicht nochmal retten müssen. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll als vielen Dank. Mag sein, dass mich die Sapiarchen wegen all dem aus ihren Reihen ausschließen, aber damit kann ich leben. Höhergestellte haben auch nicht alle Antworten. Das hat mich die Mutter der Ratten gelehrt. Und ihr. Und werd bitte nicht Abenteurer, werd meinetwegen Bardo oder irgend sowas, aber nicht Abenteurer. Noch einmal, ihr habt meinen tief empfundenen Dank, Kerovan. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn mein Junge nicht mehr nach Hause gekommen wäre. Gut, haben die hier eigentlich auch was zu sagen? Ihr geht ein Risiko ein, dass ihr hier runterkommt, wisst ihr? Wenn diese Oberflächenbewohner wüssten, dass ihr mit einem Aprax redet, schmeißen sie euch vielleicht auch raus. Nicht sehr wahrscheinlich, von mir erfahren sie es jedenfalls nicht. Alles an diesem Ort hier ist großartig, außer dem Essen. Was würde ich jetzt nicht für einen Mammutsteak geben? Also das könnte ich arrangieren. Was zahlst du denn dafür? Na, lassen wir das. Danke für die Hilfe, meine Freundin. Nur die Acht wissen, was diese langbeinigen Wachen wohl getan hätten, wenn Aratel den Sapiarchen getötet hätte. Ihr seid hier unten jederzeit willkommen, in Ordnung? Okay, aber was bringt mir das, wenn ich hier runterkomme? Gibt's hier irgendwie einen Händler? Gibt's hier irgendetwas, irgendeinen Grund, nochmal hierher zurückzukehren? Scheint mir nicht so. Jetzt reden wir nochmal mit der Mutter der Ratten. Seid mir dort oben an der Oberfläche bloß auf der Hut, Kerum. All diese schönen Gärten und weißen Steine verbergen den faulen Kern dieses Landes. Vertraut niemand anderem als allein euch selbst. Ja, so ist es im wirklichen Leben auch mit Freizeitparks und ja. Auch da wird in Kürze einiges ans Tageslicht kommen, was euch erschaudern lässt. Aber lassen wir das, das gehört nicht hierher. Das überlassen wir den, ja, Nachrichten der Zukunft. Auch da ist nicht alles so, wie es scheint. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Das war's doch jetzt, oder? Ja. Jo, da bin ich nochmal. Mir ist eingefallen, ich habe noch 10 Minuten Zeit. Also, wir sind früh fertig geworden diesmal. Und ich hatte euch doch in der letzten Folge gesagt, wenn es die Zeit erübrigt, dann werde ich euch nochmal durch mein Haus in der Berggalerie des Antiquars führen. Das ist das Haus, das vorgesehen ist, um die Antiquitäten des Archäologiesystems
zu platzieren. Und das machen wir jetzt auch ganz kurz. Dann könnt ihr mal sehen, was für Fortschritte es gegeben hat. Das Haus habe ich begonnen einzurichten. Da hatte ich noch meinen alten Computer. Inzwischen habe ich einen neuen Rechner. Zum Glück ist es mir gelungen, die Einstellungen von Enhancing Housing Tools, also von diesem Add-on hier, von der alten Festplatte zu retten. Sonst hätte ich nämlich das alles nochmal neu platzieren müssen. Und das wäre ein Haufen Arbeit gewesen, weil das ja die anderen Häuser auch betrifft. Aber zum Glück konnte ich die Add-on-Einstellungen alle retten. Und jetzt schauen wir uns hier mal um. Das ist also eine Antiquität und diese Stühle da, die gibt es immer wieder. Ich tue sie schon gar nicht mehr behalten. Die Stühle, die ich jetzt noch ausbuddel, um bei Velaya die Fähigkeit ausgraben und erspähen zu leveln, die schmeiße ich inzwischen alle weg, weil was will ich mit noch mehr von diesen Stühlen? Und dann haben wir hier, ich zeige euch auch, was das ist, ein Überbleibsel des falschen Turms. Das ist auch eine Antiquität. Falls ihr am Antiquitätensystem interessiert seid, kann ich euch dieses Add-on hier anraten. Wie heißt denn das gleich wieder, wenn wir schon drüber reden? Das steht leider nicht in der Kopfzeile. Hoffentlich finde ich es jetzt raus auf die Schnelle. Wie heißt es denn gleich wieder? Display Leads, das ist es. Displays Antiquity Leads with Location Data von Remosito. Also damit könnt ihr hier verschiedene Filter, zum Beispiel alle. Wenn ich hier alle anzeige, könnt ihr alle Antiquitäten euch anschauen. Und ihr erfahrt auch, wo es die dazugehörige Spur gibt. Jedenfalls die im Add-on bereits verzeichnet sind. Es ist wahrscheinlich noch nicht vollständig, das Add-on. Aber jedes Mal, wenn der Add-on-Programmierer von einer neuen Spur erfährt oder was, dann kommt das rein in das Add-on. So, dieses Schiffchen hier, das ist das, was man bekommt für den Titel Meisterangler. Also für diesen Titel hier. Wo war es denn? Übersicht. Erkunden war es, glaube ich, ne? Fischen, genau. Also für diesen Titel bekommt ihr den und meine Dunmer Serana hat den Titel und deswegen kann ich mit ihr dieses Schiffchen auch kaufen. Dann, falls euch interessiert, was das hier ist, das ist ein aileidischer Lichtbrunnen. Mit Hilfe dieses Add-ons, das ich euch eben vorgestellt habe, könnt ihr herausfinden, wie ihr die Dinger kriegt. Dann habe ich den Stall umgebaut, das habe ich schon mal gezeigt. Ich weiß aber nicht, ob der dann schon fertig war. Wahrscheinlich nicht, weil es ist schon eine Weile her. Ich habe den Stall umgebaut zu einer Herberge. Immerhin sind wir hier in einer Lage relativ weit weg von Mortal. Und also ein bisschen außerhalb von Mortal und weit weg von Einsamkeit. Und hier macht eine Herberge durchaus Sinn, so halb auf dem Weg von Mortal nach Markart. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich gedacht als Gasthaus. Zwei schöne, saubere Schlafplätze. Dann das hier ist auch eine Antiquität, die kann man auch ausgraben in Träumen und Erinnerungen. Vielleicht machen wir mal anhand dieses Beispiels in Träumen und Erinnerungen. Entweder finde ich das jetzt als Spieluhr. Oder ich muss unter I gucken. Nö, so finde ich es jetzt nicht. Gut erhaltener Spieluhrmechanismus. Das wird wohl das hier sein. Nach dem gut erhaltenen Spieluhrmechanismus zu erspähen. Altmärisches Symposium? Nee, das scheint mir wieder was anderes zu sein. Auf jeden Fall könnte ich das jetzt hier ermitteln. Und wenn ich jetzt die Geduld und die Aufnahmezeit dafür verwenden wollte, würde ich das jetzt auch tun. Dann hier noch ein Doppelzimmer, Doppelbettzimmer.
Dann auf die Fensterkonstruktion bin ich schon auch ein bisschen stolz. Das Fenster ist also konstruiert aus Mauerteilen. Und das hier, das ist ein Alteisengitter, schmal. Das kann man also schmieden. Und ich finde, dass das ziemlich gut taugt als Fenster. Wenn man hier nicht einfach ein Loch haben möchte. Fensterscheiben gibt es ja nicht. Dann haben wir hier eine Veranda. Das könnte zum gemütlichen Beisammen sein. Einen Ofen ist auch gedacht. Das hier sind auch Antiquitäten, aber die nehme ich schon auch nicht mehr mit. Also ich habe jetzt schon einige Zaubernarbensplitter in der Bank liegen. Neue, wenn ich die ausgegraben habe, um die Fähigkeit zu leveln, schmeiße ich gleich weg, weil ich brauche nicht noch mehr von den Dingern. Die schauen hübsch aus. So, was ich euch, glaube ich, schon gezeigt habe, ist, dass ich das Loch da oben, also die... Da oben ist normalerweise ein Hohlraum, eine Veranda oder sowas. Und dieses Licht da, das konnte ich euch, glaube ich, als ich das letzte Mal das vorgeführt habe, nicht zeigen. Das Fenster hier ist auch ein Ausgrabungsgegenstand, ein Mondphasenbuntglas. Und das wirft ab und zu, wenn die Tageszeit es zulässt, eben dieses hübsche Muster auf die Treppe. Das konnte ich euch das letzte Mal nicht zeigen, weil da offenbar die Lichtverhältnisse nicht gestimmt haben. Dann hier geht der Kamin vom Erdgeschoss, habe ich hier durchgeführt, damit das glaubwürdig wirkt. Das ist eigentlich auch eine Säule. Wir schauen uns das gleich unten an. Und dieser Anbau, der hat jemand anders auch inspiriert und der hat die Idee kopiert und sich auch so einen Anbau hier eingebaut. Es macht auch einfach Sinn, diesen Platz irgendwie zusätzlich zu nutzen, weil ansonsten ist es nämlich schwierig, hier Schlafzimmer einzurichten, ja. Sonst müsste man irgendeins von den Nischen dieses Hauses dicht machen und man merkt halt, dass dieses Haus dazu gedacht ist als Museum, also als Ausstellung, als Ausstellungs... ja, als Messe... wie soll ich das sagen? Als Messegelände zu dienen, ja. Wo die Antiquitäten ausgestellt werden. Das ist einfach nicht vorgesehen, dass hier Schlafzimmer sind. Und das merkt man auch. Und ja, ich habe das Problem auf diese Weise gelöst. Da unten ist sonst soweit noch nichts. Irgendwann kommen da auch mal ein paar Antiquitäten hin. Aber solange ich unten noch genügend hinstellen kann... Ihr seht, bei Enhancing Housing Tools 446 von 600 Plätzen sind belegt. Das heißt, ich darf jetzt langsam tun, sonst kann ich die Antiquitäten nicht mehr platzieren. Ich muss mich jetzt also zurückhalten mit Innenausstattung. Dann da haben wir den Kamin, den wo ich euch oben gezeigt habe, durch die Decke durchgeführt habe. Das ist also der Kamin hier. Feuerstelle aus Einsamkeit kombiniert mit Pfahl aus Einsamkeit Stein. Da habe ich einfach zwei übereinander getackert und dann... kommt das dabei raus. Feuerfester Boden, das macht Sinn. Es wäre wohl ein bisschen riskant, so einen Kamin direkt auf dem Holzboden zu betreiben. Funkenflug und so. Und so, wenn da was daneben fällt oder so. Ich glaube, das ist ganz glaubwürdig geworden. Man sieht hier auch die Pfade von meinen Begleitern, von meinen Hausgästen. Das sind also auch Antiquitäten. Ich lasse mal ganz kurz im Bild. Ihr seht dann da eben erst Fuchstotem. Das ist ausgegraben. Das Falinisti-Zweig, das ist ein Thron, da kann man sich draufsetzen. Finde ich ganz hübsch. Das wäre was für ein Waldelfenhaus. Dann, das ist eine Antiquität, bemalte Kriegsrufertrommel. Das auch. Das nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch ausgegraben ist. Das ist ausgegraben. Das ist, glaube ich, an der Goldküste. Gut, ich werde jetzt wohl die Aufnahme langsam zu einem Ende bringen. Deswegen kann ich jetzt nicht auf jede Antiquität, die ich hier stehen habe, eingehen. Aber wie ihr seht, kann man ja eine hübsche Galerie machen. Dann habe ich hier drüben eine schöne, komfortable Küche inzwischen mit Backofen. Da habe ich die rotwadronische Theke gewählt, weil die einzige ist, die nach so einer Feuerstelle ausschaut.
Die anderen, das andere, was es da gibt, ist irgendwie, passt zwar vom Stil vielleicht nicht optimal dazu, stört mich aber weniger, aber von der Funktionalität her ist dieses Teil bisher das Beste, was ich habe. Und da haben wir einen Brotbackofen mit Brot drin. Falls ihr den Namen braucht, Feuerstelle aus Einsamkeit, Küche heißt das Ding. Und dann habe ich hier zwei Weinregale mit Weinflaschen drin, Weinregale aus Elsweier und Weinregale aus Einsamkeit. Die Baupläne sind relativ teuer, aber ihr spart, wenn ihr diese Pläne nehmt, einen Haufen Bauplätze für die Weinflaschen, weil ihr habt einen Bauplatz verbraucht und habt schon, was weiß ich, ein Dutzend Weinflaschen mit dabei als Deko, beziehungsweise hier 1, 2, 3, 4, 6 Weinflaschen sind hier schon drin, die ihr dann nicht mehr platzieren müsst. Das ist die Sache, also mir war es die Sache wert, die waren nicht billig. 300.000 oder so Gold, was da einer von diesen Plänen gekostet hat. Dann habe ich hier als Kühlschrank, die Idee hat auch andere Leute schon inspiriert, einen Wassertrog voll. Den gibt's im Kronenshop. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Im Kronenshop. Wassertrog voll, der ist das. Für 90 Kronen. Also das war es mir wert, den gibt es leider nicht als Bauplan, aber das ist praktisch sowas wie der Kühlschrank. Und wenn ihr euch das hier mal anschaut, da habe ich einen Eimer mit ein paar Flaschen drin und die habe ich miteinander verbunden. Ich könnte also, wenn ich dann noch was ändern will, könnte ich den Eimer hochheben und dann habe ich die Flaschen gleich mit drin. Und ich denke, das wirkt auch glaubwürdig, so würde man das wohl in Wirklichkeit auch tun. Wassertrog, dann doch hier, vielleicht werde ich die Flaschen noch durch was anderes austauschen, wenn ich was Schöneres habe. Aber im Augenblick ist das sowas wie der Kühlschrank. Und ich musste zuschauen, dass die Feuerstellen weit weg vom Kühlschrank sind, weil ansonsten ist das irgendwie widersinnig. Gut. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen will, dann werde ich die Aufnahme wirklich schließen. Da habe ich praktisch das Frischwarenlager hergebaut. Das ist eine Standtheke aus Elsweier 3 Vertiefungen. Ist auch relativ teuer. Die gibt es noch mit einer Vertiefung. Mit zwei Vertiefungen gibt es sie leider nicht. Die wäre mir jetzt da ganz recht gewesen. Dann hier habe ich eine Gastronomie eingebaut. Wir haben ja nebendran eine Herberge. Die Leute müssen ja auch irgendwo gemütlich essen können. Dann, das gibt es alles als Bauplan. Das hier, das Ding hier. Diesen Aal, da habe ich den Bauplan nicht, weil der recht teuer ist momentan. Ich kann es auch verstehen. Das ist einfach eine schicke Sache. Ihr könnt die Sachen alle im Kronenshop kaufen, so wie ich es euch eben gezeigt habe. Mit dem Wassertrog, so könnt ihr das hier auch im Kronenshop kaufen. Aber den habe ich gekauft von einem Mitspieler. Der Plan ist momentan noch sehr teuer. Tablet aus Einsamkeit, frischer Aal. Aber es ist ein sehr schönes, schöne Dekoration, deswegen wollte ich die unbedingt haben. Und dann hier diese Würfel da. Die kann man stehlen von Dieben und Gesetzlosen in Abbas Wacht, ja. Und zwei davon habe ich tatsächlich per Taschendiebstahl geholt. Die anderen vier habe ich von Spielern gekauft. Dann hier die Uhrwerkstasse dient mir als Würfelbecher. Dann haben wir hier eine rotwardonische Flasche, die kann man selber bauen. Das ist, glaube ich, ein Alchemie-Möbel-Bauplan. Papierstoß kriegt man per Taschendiebstahl, beziehungsweise per Diebstahl, nicht nur per Taschendiebstahl. Bei gelehrten Magiern oder so, glaube ich. Warte mal, Papierstoß, das kann ich euch zeigen. Papierstoß, da can be stolen from scholars, also kann von Gelehrten gestohlen werden. Und auf diese Weise habe ich den auch gekriegt. Ich habe einfach Taschendiebstahl gemacht. Und der Stift, der daneben liegt, das ist ein Uhrwerkstift. Den kann man kaufen, glaube ich, wenn man den Uhrwerkstift... Kann man kaulen, wenn man den Titel Abenteurerin der Stadt der Uhrwerke hat für 3000 in der Messingfeste der Stadt der Uhrwerke. Gut, damit habe ich euch gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Vielleicht war es für den einen oder anderen inspirierend. Nochmal ganz kurz zu dem Kronleuchter. Kronleuchter aus Einsamkeit Stahl. Den da oben habe ich gebaut. Der hier gehört schon zum Haus.
Ach, eine Ecke muss ich euch noch zeigen, dann sind wir wirklich fertig. Ich habe hier oben noch einen Zwischenboden reingezogen, so wie ich es hier gemacht. Also dieser Zwischenboden ist von mir. Auf diese Weise konnte ich da oben noch die Gastronomie realisieren, ohne hier irgendwie Platz zu belegen. Ja, also wie ihr seht, der Platz da hinten von der Nische ist doppelt genutzt. Und so konnte ich die Ausstellungsräume, musste ich die Ausstellungsräume nicht zumachen. So habe ich es hier auch gemacht. Hier habe ich also einen Zwischenboden eingezogen. Und hier ist meine Werkstatt. Mit dem Set entfesselter Aggressor, furchtloser Kombattant und kritischer Konter. Das sind die Sets aus Cerodiil, aus Bruma, aus Vlastarus und aus Erntefurt. Und diese Sets, die kann man in die Werkstätten, kann man in Cerodiil nur dann rein, wenn die dazugehörigen Dörfer gerade der eigenen Fraktion gehören. Sonst kommt man da nicht rein. Ich habe mir also die Mühe für die Zukunft erspart, indem ich die Sets in meine Häuser geholt habe. Und dann sollte ich die wirklich mal bauen wollen oder müssen für jemanden oder für eine Handwerksdaily, brauche ich nicht mehr nach Cerodiil und da rumkaspern mit Bruma, Erntefurt und Vlastarus, sondern kann das hier in meinem Haus tun. Ja. Gut, und damit wären wir durch. Vielleicht hat es den einen oder anderen inspiriert. Einige Leute, die mein Haus hier schon besichtigt haben, wurden inspiriert und haben die eine oder andere Idee dann auch übernommen und angepasst an ihre Bedürfnisse. Vor allem die Sache mit den Zwischenböden und mit dem Anbau, da oben mit dem Schlafzimmeranbau. Der hat bei einigen Leuten schon Anklang gefunden und die haben dann ähnliche Sachen danach gebaut. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.